Wo ist der scheiß Wolf? Scheiße, der ist hier irgendwo, ich weiß es. Hier gibt's echt nichts zu finden. Das ist doch echt zum Kotzen. Wenn ich jetzt ein bisschen mich zu weit bewege, dann findet er mich. Ich weiß gerade echt nicht, wo der ist. Ich weiß es nicht. Der ist bestimmt gleich hier und greift mich an. Bestimmt gleich hinter mir. Scheiße. Sneaky Action. Das ist bestimmt da irgendwo unten. Ich gehe mal hier außen lang. Wow. Ich wollte eigentlich nicht so wirklich früh einem Wolf begegnen, der mich angreifen könnte. Das andere war ja noch harmlos. Da war ja genau vor meinem Haus. Also ich konnte noch schnell reinrennen. Aber hier habe ich ein Riesenproblem. Wenn er mich erstmal hat, dann komme ich nicht mehr weg. Hier findet man auch nichts, ne? Scheiße. Also war ich hier jetzt umsonst? Das ist doof. Das ist ziemlich doof. Oh Mann. Oh Mann. Ich wollte gerade sagen, da sieht doch mal eine Spur im Schnee, aber ich weiß gar nicht, ob der mir dann folgen wird wegen den. Da hinten ist er. Da hinten. Alles gut, mein Kleiner. Alles ist gut. Du wirst mich nicht umbringen, nein. Du bist ein braver Wolf. Ein lieber Wolf, der will keine weiblichen Menschen fressen. Der möchte lieber Hasen haben und Rehe. Genau, friss ein Reh, dann habe ich hier Kadaver. Das ist sehr gut. Oh mein Gott. So. Ich habe irgendwas gehört wegen dem Wolf. Hat er sich bewegt? Irgendwie so ein Hecheln, keine Ahnung. Da hinten ist er. Oh mein Gott. Ich möchte so schnell zurück. Kann ich laufen? Ja, kann ich. Gut. Geh bloß weg von mir, geh bloß weg. Und komme niemals zu nahe. Du scheiß Misthund. Okay. Gut, dann gucken wir uns mal ein bisschen hier um, ne? Würde ich mal sagen. Dann schauen wir uns mal ein bisschen hier um. Irgendwie dieser Schnee, der macht meinen ganzen PC kaputt. Mein PC möchte einfach gar nichts mehr machen. Es darf nicht mal schneien, hör auf zu schneien. Wie viel haben wir noch vom Tag? Noch 11 Stunden Tageslicht. Geil. Das ist gut, denn ich habe eigentlich heute nichts gemacht. Scheiße. Kann ich hier unten vielleicht irgendwie was finden? Aber hier ist schon kalt, ne? Das ist das Problem. Vielleicht finde ich ja noch nette Klamotten. Eine Krähenfeder. Ne, ist ein Stock. Oh Mann, verarscht mich doch nicht schon wieder. Gibt es hier unten vielleicht irgendwas? Ich gehe so unvorsichtig überall hin, ne? Ich sollte eigentlich schleichen und so weiter. Hier könnten überall Wölfe sein. Und das Schlimme ist, man sieht das ja nicht. Man sieht hier nirgendwo was. Okay, ich habe gerade wirklich gar keine Ahnung, wo ich bin. Vielleicht bin ich ja gleich da, wo die Bungalows waren. Das könnte sein, ne? Dass ich da gleich bin. Dann könnte ich mich gleich kurz aufwärmen. Dann gehe ich vielleicht zurück zum Turm. Dann gehe ich zurück zum Turm und ja, dann. Das klingt gut. Das könnte ich machen. Nebenbei noch ein paar Stecker finden. Aber keine Zweige. Ich möchte keine Zweige. Nieder mit Zweigen. Gibt's ja denn keine Häuser mehr? Leute. Oh, Grisou, beweg dich bitte nicht. Das macht mir Angst. Oh, das ist ein abgebranntes Haus. Totes Holz. Glänzender Lackporling. Okay, what the fuck is going on? Ein großer und giftiger Pilz, der hauptsächlich an Nadelbäumen wächst. Geil, ich habe Pilze gefunden. Das ist gut, jetzt habe ich hier was zu essen. Ich hasse Pilze. Ich glaube, ich würde auch Pilze essen, wenn ich hier irgendwo wäre. Und ich meine, sie ist auch allergisch gegen Nüsse und isst trotzdem die Schokoriegel mit Nüssen. Yay, meine Logik. Wo war das Haus? Da. Das abgebrannte Haus. Oder zerstörte Haus. I don't know. Ist hier irgendwas drinne? Hier ist Zedernholz. Okay. Wie geht's uns? Wir sind sehr unterkühlt. Das ist sehr schlecht. Was kann man denn noch so hier finden, wenn man hier lang geht? Ich bin gerade so irgendwie ein bisschen. Ich möchte gerne noch was finden. Das ist immer schön, was zu finden. Hier kommt schöne Musik. Ist da vorne ein Tier?
Nein, es ist nur ein Stamm, ne? Ja, stimmt. Ich habe gerade wirklich gar keine Ahnung, wo ich bin. Das ist wahrscheinlich auch wirklich gar nicht gut. Und trotzdem musst du nicht so schnell reden, Vanessa. Oh nee, was ist hier los? Oh mein. Ich heule gleich. Ich heule gleich so mega. Ich meine, es gibt nicht mal einen Grund dafür, dass das passiert. Es gibt keinen Grund dafür. Aber okay. Es gibt einfach keinen Grund. Wo bin ich? Verdammt. Scheiße, ich habe wirklich keine Ahnung, wo ich bin. Ich sollte nicht einfach irgendwo in den Wald laufen. Ich weiß. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Aber hier gibt's Stöcker. Warum sollte ich nicht in den Wald laufen, wenn ich hier Stöcker finde? Ich bin gerade, glaube ich, echt gerade im Nirgendwo, ne? Verdammt. Verdammt. Ich gehe mal da lang. Beim Laufen wird dir bestimmt wieder warm. Hoffe ich mal, Mädchen. Ist das schön. Aber hier ist auch nur ein Wald, ne? Verdammt! Ich habe nun absolut keine Ahnung, wo ich bin, aber ich finde auf jeden Fall Stöcker. Das ist doch ein tolles Leben. Gott verdammt, wo bin ich? Ich möchte gerne nach Hause gehen. Darf ich das bitte? Oh, Scheiße. Hier ist ein Baum, hier ist ein Weg. Da hinten ist ein Tier. Das klingt gut. Sie wird langsam müde. Ja. Ich weiß. Aber wir müssen auf jeden Fall jetzt wissen, wo wir sein sind, wo wir sind. Dann müssen wir einen Weg nach Hause finden. Denn wir haben irgendwo. Man kann ja auch draußen schlafen, aber ich möchte lieber mein molliges Bett. Mein mollig warmes Bett. Das ist so schön da drin. Da drin kann man sich ausruhen. Dann werden die Füße wieder schön warm. Ich mag es da ganz gern. Ach Mann. Hallo, ihr Hirsche. Schön, dass ihr mich nicht angreift. Wo bin ich? Wo bin ich? Sowas macht man nämlich wirklich nicht. Einfach irgendwo hinlaufen. Ahaha. Da ist ein kleines Hirsch. Kann ich dich töten? Nee. Ja. Vielleicht auch nicht einfach hinlaufen. Man kann da hinten hoch. Ist das dein Ernst? Vielleicht werden wir ja draußen schlafen. Ich gucke erstmal. Die Folge wird jetzt unendlich lang. Das ist mir schon klar. Aber es ist mir egal. Vielleicht werden daraus auch zwei Parts. Muss ich mal schauen. Hier liegt ein großer Stock. Mach doch nicht solche Geräusche hinter mir. Macht mir Angst. Zieh dein Ass. Nee, danke. Bin gar nicht interessiert. Hier sind ganz viele Vögel. Nein, hier sind ganz viele Hasen. Kleine Kle Oh! Doch, es geht wieder. Ich wollte gerade wieder heulen. Nein, ich heule. Ich heule. Ich heule, Spiel. Hör auf. Wir laufen. Den Berg hoch. Berge hochrennen ist übrigens sehr praktisch. Das ist richtig scheiße. Hallo, Wolf! Wo bin ich? Wo ist das Tier? Da. Mein Gott, ich tue dir doch nichts. Scheiße, wir sind hier gerade mitten auf dem Berg, haben keine Ahnung, wo wir sind. Ich finde, es läuft. Läuft gut. Wir sind mitten auf einem Berg. Fuck life. Fuck. Okay, könnte ich jetzt vielleicht von hier erkennen, wo ich hin muss? Da unten. Jo, da unten sind diese scheiß Dinger. Alles klar, lass mich nach unten, bitte. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Das wird nicht einfach. Das wird nicht einfach. Oh mein Gott. Das war so laut. Ganz langsam. Ja, aber sollte ich wissen, wo wir sind? Einfach irgendwie auf einem Berg. Oh, das sieht nicht gut aus. Ganz langsam, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Verletze sich dabei? Ich weiß es nicht. Wie kommen wir hier runter? Gute Frage. Nächste Frage vielleicht. Ich komme da auch nicht runter. Oh, fuck. Das Leben ist schon ziemlich gemein. Wie komme ich hier? Wow! Nur runter. Hier. Ganz vorsichtig, Lydia. Ganz vorsichtig. Hier war irgendwo Kadaver. Auf der anderen Seite, ne? Ja. Okay. Wir haben es wenigstens fast nach Hause geschafft. Jetzt habe ich hier nochmal was zu essen. Ja.
Das hatte ich alles schon durchsucht, ne? Die durchfrorene, ja, die war leer. So, jetzt brauche ich noch ein bisschen Fleisch. Und das. Und zerlegen. Nein, wir schaffen es doch. So. Wir schaffen es nach Hause. Wo bin ich? Oh Gott. So, wir sollten jetzt nach Hause gehen, auf jeden Fall. Es kommt ein Sch fucking scheiß Schneesturm, ernsthaft. Okay, wir haben eigentlich alles. Wir sind erschöpft und alles. Ich kann dieses Spiel so gut So spielen. Ja, ich weiß, dass es dir nicht gut geht. Wir machen gleich ein Feuer, geben dir ein bisschen Kaffee und dann wird das schon. Machen wir auch mal gleich was Großes zu essen für dich. Hey, keine Sorge, ich habe alles im Griff, Leute. Alles habe ich im Griff. Wir gehen jetzt aber gemütlich nach Hause, verpflegen noch die gute alte Lydia, das alte Haus, und dann wird sie das auch überleben. Ich mache ja echt komische Touren, ne? Tour durch den Wald. Oh mein Gott, dieser Schneesturm. Kannst du mal bitte weggehen? Ich glaube, ihr wird ein bisschen kalt. Wir haben übrigens auch nicht wirklich viele Klamotten gefunden. Das ist schon mal klar. Was ich auch sehr traurig finde. Aber was soll man machen? Wenn jetzt übrigens ein Wolf kommt, dann heule ich so sehr, weil wir uns nicht wehren können, weil wir nicht laufen können, weil wir fucking nochmal mega müde sind. Aber ich glaube, so ein Wolf hat jetzt auch keinen Bock zu jagen. Das ist bestimmt. Halt doch die Klappe! Und natürlich hört man erstmal einen Wolf. Oh, jetzt habe ich Angst. Ich kann nämlich nicht laufen. Ich habe nur noch 29%. Okay. Wir sind jetzt ganz ruhig und ganz leise. Wir sind ruhig und leise, habe ich gesagt. Grisou, nicht bewegen. Das hört er bestimmt auch von da hinten. Ah, er bewegt sich trotzdem weiter, der Kleine. Was für ein Rebelle, ne? Auf die Geräusche achten, Leute. Auf die Geräusche achten. Nicht mehr weit. Nein, wir sind doch gleich da bei deinem Häuschen. Sogar ein bisschen aufpassen, dass hier nirgends von Wolf ist. Wir haben noch genug Prozente, okay? Wir haben es gleich geschafft. Das scheint doch kein Wolf zu sein. Guck mal, da hinten ist dein Häuschen. Du hast nur noch 23%. Wäre es nicht traurig, wenn du jetzt hier sterben würdest? Oh, wäre das traurig. Oh, dieser Schneesturm, ne? Ach du meine Güte. Das ist gar nicht nett. Das ist gar nicht nett von ihm. Vielleicht nur noch 20%. Dafür hat sich der Tag aber gelohnt. Wir haben lustige Sachen gefunden. Und haben gesehen, dass man da hinten auch nicht weiterkommt. Lagerbüro. Ja, mit 18% wahrscheinlich gehen wir jetzt in dein Häuschen. Oh Gott, da war ein Wolf. Wow, habt ihr es gehört? Alter, war das knapp. Lass mal ein Feuer machen. So. Feuer machen. Ein molliges, warmes Feuer hier drin zu haben, ist doch immer schön. Wir machen uns was Schönes zu essen. Und dann genießen wir den Tag hier noch. Und dann war das ein ziemlich langer Part. Ich bin gerade bei 33 Minuten. Ja, aber ich kann da nicht so einfach ausmachen. Das ist nicht möglich. Ach ja, und dann, wenn ich einen neuen PC habe, dann kann ich richtig schön lange aufnehmen, weil das dann nicht so schnell rumspinnt wie hier. Mein PC hat halt ein bisschen gelitten. Kann man auch nichts machen. Zedernholz. Ja, komm. Zählt wenigstens ein bisschen. So, jetzt machen wir auf jeden Fall uns hier was zu essen. Ich glaube, ich muss das hier nehmen, weil es sonst kaputt geht, ne? Wie lange dauert das? Würde das nicht mein ganzes Feuer ausgehen? Bitte nicht. Ich brauche hier noch gleich Kaffee. Ich will gleich Kaffee machen. Okay. Ein Stock. Ja, wir packen mal einen Stock rein. Nein, Schnee müssen wir jetzt erstmal nicht schmelzen. Ich würde jetzt gerne einen Kaffee nehmen. Oder einen Tee. Ich glaube, ich nehme einen Tee. Ich nehme einen Tee. Wo ist Tee? Tee? Auch übrigens, Bücher können wir auch wieder rübernehmen. Dann brauche ich Tee. Hier ist kein Tee. Wir können Schweinefleisch mit Bohnen essen. Nee, hier ist auch kein. Doch, hier ist Tee. Ich bin so blöd. Hier ist ein Tee. Ein Tee bitte. Übernehmen. Eins, umlagern, danke. Machen wir uns jetzt schnell einen Tee, damit wir ein bisschen gut schlafen können. Oh, wie schön es hier ist, ne? Ach, ich finde es super. So, dann machen wir schnell einen Tee hier. Wasser kochen. Ja, so vielleicht. Ja. Noch ein bisschen.
Liter, ja, Liter heißes Wasser kann man doch machen. Und jetzt können wir Kräutertee machen. Und garen. Sehr schön, haben wir gleich ein bisschen Tee und was zu essen. Dann essen wir, trinken wir und dann geht es uns bestimmt auch wieder gut. Legen wir uns kurz hin. So, zurück. Dann essen wir jetzt. Ja, es müssen wir schaffen, doch komm schon. Essen. Essen. Bringt uns nicht so viel Kalorien. Wir haben auch nicht wirklich viele Kalorien. Dann brauchen wir einmal einen Tee. Wir haben wirklich wenig Kalorien, ne? Das ist sehr schlecht. Dann essen wir nochmal ein bisschen was. Wie geht's uns denn? Wir sind immer noch ausgehungert. Wieso? Wir haben noch das Essen gegart. Verstehe ich nicht. Aber okay. Ich verstehe es nicht mit dem Essen. Ich verstehe es nicht. Wir können nur kurz was garen. Nochmal einen Stock rein, bitte. Dann mache ich mir eine Tomatensuppe. Nee, ich muss mir das machen eigentlich. Garen. Passt mit dem. Ne, passt doch eigentlich. Verstehst du nicht so wirklich mit dem Hunger, weil ich esse hier gerade Rehfleisch. Und, warum geht's nicht? Ach, das dauert zu lange. Das kriegen wir nicht hin. Oder? Mit der Glut? Doch. Okay. Dann haben wir jetzt einen. Ach, wir haben einen Tee. Ach Gottchen, keine Ahnung, was ich hier eigentlich gerade mache. Essen. Ach so, das hat 1%. Das ist gutes Fleisch. Ah. Ja, ich habe doch keine Ahnung. Sind wir noch ein bisschen ausgetrocknet? Jetzt können wir noch einen Tee trinken. Wo ist unser Tee? Wo ist unser Tee? Wir haben noch gerade einen Tee gemacht. Oder bin ich gerade blöd? Hier. Ich trinke das jetzt einfach mal. Trinken ist immer gut, denke ich mir jetzt mal so. Dann können wir jetzt. Warte, wie lange haben wir noch Zeit? Noch 6 Stunden Tagessicht. Wir können uns mal kurz 2 Stunden hinlegen, weil wir sind erschöpft. So. Jetzt legen wir uns kurz hin. Jetzt verstehe ich auch, wie das mit der Tasche läuft. Wenn ich natürlich dann müde bin, dann kann ich weniger tragen. Ich frage mich, wie viel wir jetzt ausgeruht sind. Noch eine Stunde, noch ein bisschen schlafen, bitte. Ja. Jetzt habe ich schon wieder Hunger, ne? Wir haben nicht viel. Wir könnten immer noch ein bisschen was vom Tag nutzen. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich werde gleich den Part beenden. Ich will nur mal kurz was da unten gucken. Und zwar, was ich nochmal so alles herstellen kann. Ich muss ja dieses Ding komisch, irgendwie dieses Darmteil irgendwie komisch lagern für 5 Tage. Ich habe keinen Plan, wie das geht. Fackel brauchen wir nicht. Schlinge. Einfache Schlinge, mit der man kleine Tiere fängt. Getrockneter Darm natürlich, ja. Metallschrott. Ein einfacher Angelhaken. Angelzeug. Kaninchen. Pelzfäustlinge. Scheiße. Rehlederstiefel. Wir brauchen so viel getrockneter Darm, Alter. 25 Stunden dauert das. Rehlederhose. Lederhose. Wolfspelzmantel. Wir brauchen 5-mal getrockneten Wolfspelz. Bärenfell. Bärenfell! Survivalbogen. Getrockneten Ahornschößling. Ein einfacher improvisierter Bogen, mit dem man kleine Tiere jagen kann. Ja, wie sollen wir das bitte machen? Pfeilschaft. Einfacher Pfeil. Leute, das ist ja mega kompliziert hier. Ich gehe mal kurz raus und dann wieder rein. Damit der Speicher hat. Dann werde ich ein paar beenden nach 40 Minuten Aufnahme. Das ist krass. Das ist so krass. Ich scheine auch gar kein Wolf zu sein, glaube ich. Aber hier sind so oft. Da hinten ist ein Wolf. Seht ihr das? Der läuft da lang. Hier sind so oft Wölfe und da hinten ist ein Reh. Wenn wir Glück haben, würde das Reh töten. Und wir hätten da was. Ich bin gespannt. Ich fand es auch so geil, als er hier die Verfolgungsjagd gestartet hat, ne? Das war so cool. Aber okay, ich würde sagen, hier beende ich jetzt den Part. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ich finde das Spiel immer noch mega geil. Ich muss so ein bisschen noch viel lernen, aber wir haben nur 25%. Bis zum nächsten Part und haut rein.